Tja, jetzt bin ich hier auf der Gamescom und ich bin natürlich als erstes mal zu der Let's Play Bühne gelaufen. Die sehen wir hier mit den ganzen Bildern von allen Let's Playern von Alliance. Und jetzt gucke ich mal, ob ich auch den Garderoll finde. Jo, da ist er. So, hier sehen wir auch, Garderoll ist dabei. Zumindest auf der Logowand. Noch ist hier der Pressetag, also nicht so wahnsinnig viel los. Hier sieht man, da ist viel Platz für die kreischenden Fans morgen, wenn die Großen hier auftreten. Was dann hier auch schon angekündigt ist. So, hier habe ich entdeckt mit noch viel Platz davor den YouTube Gaming Stand. So, und was sie hier wohl machen, das weiß ich auch nicht, aber vielleicht finde ich es raus. Hey, ich bin jetzt hier immer noch an dem YouTube Gaming Stand. Und hier wird zum Beispiel das neue Gaming-Interface, welches es dann demnächst auf YouTube geben wird, präsentiert. Hier seht ihr dann also, wie das mal aussehen wird. Noch ist es nicht öffentlich zugänglich. Im Moment stand von der Presse leider keiner zur Verfügung, um noch was Fragen zu beantworten. Aber vielleicht finde ich da später noch jemanden. Mir wurde aber zugesagt, dass ich das hier zeigen darf. Hier sehen wir jetzt also, wie dann das Interface für einen Kanal aussehen würde. Man kann hier also nach Kanälen suchen. Hier sieht man dann also den Kanal von Garderoll mit seinen neuesten Videos. Und wie man hier schon sieht, Past Livestreams, da gibt es natürlich von Garderoll jetzt noch keine. Aber in Zukunft wird es dann wohl auch offensichtlich Livestreams auf YouTube geben. Man kann jetzt allerdings hier nicht nur nach Kanälen suchen, sondern man kann auch nach Spielen suchen. Hier links an der Seite gibt es eine Liste mit vielen Spielen. Und da können wir jetzt zum Beispiel einfach mal gucken, was gibt es denn so bei The Witcher. Und dann finden wir hier jede Menge Videos zu The Witcher, die von unterschiedlichen Kanälen kommen, wie ihr hier seht. Und man kann dann hier rechts sieht man dann Kanäle, die etwas davon haben oder My Channels, die jetzt hier als Beispiel eingetragen sind. Und dazu gibt es hier oben so Kategorien. Also hier sieht man jetzt Popular und Let's Plays und Reviews. Da gibt es allerdings auch unterschiedliche Kategorien. Also wenn ich jetzt, also je nach Spiel unterschiedliche Kategorien, wenn ich zum Beispiel hier mal auf Minecraft gehe, dann werden hier andere Kategorien zusammengebaut. Nämlich gibt es hier zum Beispiel auch eine Kategorie Cosplay. Und wenn der Publisher bekannt ist, dann gibt es hier auch den Publisher zur Auswahl. Und dann sieht man, was von dem so kommt. Tja, ich habe schon gedacht, ach, vielleicht doch die Farben scheinen sich automatisch anzupassen. Also hier sieht man von Funhouse, sie haben offensichtlich so einen gelben Hintergrund. Da sieht man dann auch viel Gelb und bei Garderoll habt ihr eben gesehen ganz viel Rot. So kommen wir zu der Verbreitung unserer Garderoll-Farben auf YouTube noch näher. Und wenn man auf die einzelnen Spiele geht, sind die Farben auch unterschiedlich. Woher er die nimmt, weiß ich nicht. Vielleicht hier, weil hier viel Grün drin ist, nimmt das hier vielleicht auch. Wir können ja mal gucken, wie das bei anderen Spielen noch so ist. Ja, vielleicht könnte hinkommen. Hier passt das Braun auch zu dem braunen Teddybär. Gucken, was er bei Grand Theft Auto macht, ist ja schwierig. Naja. Vielleicht, so ein gemischtes Bild, vielleicht auch viel helles Gelb drin. Hier zum Beispiel und da oben. Aber vielleicht ist das jetzt auch nur Zufall, das weiß ich nicht. Ja, und wenn man dann hier drauf geht, dann gibt es auch eine Live-Kategorie. Und in dieser Live-Kategorie, wenn man da drauf drückt, dann
sieht man irgendein Video, irgendein Livestream und da muss man immer ein bisschen Glück haben, ob der verfügbar ist im aktuellen Land. Und wie man sieht, hier in Deutschland ist das ganz dünn. Da kommt meistens immer Livestreaming is not available in your country. Wenn man auf die Startseite geht, dann sieht man jetzt hier im Moment einfach immer so einen Durchlauf an unterschiedlichen Livestreams. Gucken, ob ich einen finde, den man hier gucken kann. Oh ja, also wie man sieht, es sind nicht alle Livestreams in Deutschland blockiert, sondern es gibt auch welche, die funktionieren, und hier seht ihr dann, wie das aussehen könnte. Tja, jetzt hier nochmal den YouTube-Stand von etwas größerer Entfernung und ohne verwackeltes Bild. Und man sieht, da ist viel Platz vor, also irgendwas haben die hier auch vor.